Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Dieses Mal geht's weiter mit Java Swing. Und ja, wie ich euch versprochen habe, werden wir ein Video über Layouts haben. Und genau das ist das, was wir heute tun. So, was wir bisher gemacht haben in den vorigen Videos war, wir haben hier unsere GUI geschrieben. Wir haben einen Button hinzugefügt. Dieser Button wird dann einfach zum Beenden führen. Ich habe es noch nicht gespeichert gehabt, wenn ich schon was verändert habe. Also ihr habt gesehen, ich kann die GUI ausführen. Ich kann hier auf Ende klicken und dann wird beendet. Das ist dieser Action-Listener hier, der das Ganze beendet. Wir haben sogar schon ein Menü hier oben erstellt. Da könnt ihr mich dann abonnieren, das führt direkt auf die Webseite. Hier gehört ein Submenü rein. Und ja, hier haben wir einen Action Listener natürlich, mussten wir ja machen. Und ja, da unten ist der Part, den wir heute bearbeiten wollen. Und das ist nämlich jetzt dieses Layout. Und was das macht, ist folgendes. Also wir haben jetzt aktuell ein Group Layout, das habt ihr jetzt schon mitgekriegt, wie das funktioniert. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen umständlich. Deswegen, ich bevorzuge zum Beispiel, ja, eins der Layouts, die ich euch heute zeigen werde, ist mein Lieblingslayout. Aber jetzt wollen wir das Ganze erstmal ohne Layout machen. Und was passiert, wenn wir das Ganze mit gar keinem Layout machen? Dann müssen wir hier einfach null reinschreiben. Und dann werden alle Objekte absolut zum linken oberen Rand angerichtet. Wenn ich das jetzt hier ausführe, sehen wir folgendes: Der Button ist noch nicht da. Warum ist der Button noch nicht da? Naja, selbst wenn ich kein Layout habe, muss ich ihn irgendwie mal hinzufügen. So, wie habe ich ihn jetzt genannt? Ich meinte, er hieß Button. Genau. Und dann vielleicht noch ein Semikolon hinten dran, dann passt die Sache. So. Und jetzt ist er immer noch nicht da, weil wir noch einstellen müssen, wo genau er denn liegt. Denn das haben wir hier überhaupt noch nicht gemacht. Und das tun wir ganz einfach, indem wir sagen hier, okay, Button Punkt setBounce. Und dann haben wir hier X und Y und Breite und Höhe, die wir haben wollen. Also zum Beispiel 100, 100, nochmal 100 und Höhe sollte vielleicht nur 20 sein. So, und jetzt haben wir hier unten, doof, ein bisschen weit unten, diesen Button hier, den wir vielleicht noch ein wenig hochschieben sollten und ein bisschen mehr, vielleicht so 10 und hier auch 10, das ist, glaube ich, ganz okay. Ja, viel besser. So, also wir haben diesen Button jetzt ohne Layout angerichtet und das wird alles, also diese X- und Y-Koordinate hier, die werden relativ zum linken oberen Rand gemacht. Also hier sind 10 Pixel dazwischen, hier sind 10 Pixel dazwischen. Ja, das passiert, wenn wir kein Layout machen. Gut. Das macht man eigentlich fast nie, außer man möchte zum Beispiel ein Dialogfenster haben oder sowas. Was man am häufigsten macht, ist ein Flow Layout Manager. Also ich zumindest mache gerne Flow Layouts oder ja, wobei es gibt auch noch bessere Layouts. Also das Border Layout ist irgendwie das beliebteste, aber das Flow Layout ist auch nicht schlecht. Das ist vor allem relativ easy. Beim Flow Layout, also das sieht dann so aus. Also wenn wir gar kein Layout setzen, dann wird automatisch bei einem J-Panel automatisch dieses Flow Layout gesetzt. Da wir hier jetzt allerdings gerade kein J-Panel haben, sondern nur ein J-Frame, auf dem noch nichts drauf ist. Oh, ups, hier unten habe ich sogar noch das Group Layout drin gelassen. Naja, egal. Hat ja nichts gemacht. So, jetzt würde ich hier einfach mal sagen, okay, wir kreieren uns ein neues Flow Layout. Und dieses New Flow Layout. So, ihr seht, hier haben wir drei Konstruktoren, nämlich der eine ist einfach mal leer. Da ist einfach mal implizit angenommen, okay, wir wollen einen Rand, einen kleinen zwischen den einzelnen Komponenten haben. Dann haben wir hier, ja, hier, der zweite, upsala, tut mir leid. Der zweite Konstruktor, also hier steht sogar dabei, genau, ein Default Gap mit 5 Pixeln, also 5 Pixel zum linken, 5 Pixel zum rechten, 5 Pixel zum oben drüber und 5 Pixel zum unten drunter dem Element, was ziemlich nice ist, weil man das eigentlich ganz gerne hat, dass so ein bisschen Platz dazwischen ist. Ich meine, da ist relativ selten irgendwelche Elemente, die direkt nebeneinander liegen, und sieht auch nicht ganz so schön aus. So. Dann das unten drunter. Dieses Argument hier ist eben das Align. Das bedeutet, also beim Flow Layout ist es so, wir kriegen einfach alle Elemente reingestopft und ja,
ganz oben links fangen wir an und dann geht es immer weiter nach rechts, bis die Zeile voll ist und dann fangen wir in der Zeile unten drunter an und wenn es halt nicht mehr reinpasst, dann wird es in die nächste Zeile gestopft. So, und mit diesem Integer Align können wir das jetzt eben steuern, ob wir links oben anfangen, ob wir rechts oben anfangen, ob wir genau mittig anfangen oder wie oder wo wir anfangen wollen. Und hier haben wir dann natürlich auch noch die Möglichkeit, diese Gaps zu kontrollieren, von denen ich euch gerade erzählt habe, dass es 5 Pixel sind. Ich würde sagen, für unseren Zweck reicht dieses Flow Layout hier. Und ja, ich kann jetzt hier einfach mal noch ein paar Buttons reinfügen. Wo haben wir ihn? So. So. Steht jedes Mal Ende drauf. Ist jetzt auch nicht wirklich interessant, wo die ganzen Dinger herkommen oder was da drauf steht, sondern ich möchte euch einfach nur zeigen, wie das dann aussieht. Gut, wenn ich das jetzt starte, sehen wir hier, okay, wir kriegen das hier so. Wenn ich jetzt so mache, dann fließen die plötzlich alle in eine Zeile. Wenn ich das wieder enger mache, dann werden die automatisch wieder mittig angeordnet und irgendwann geht es dann halt nicht mehr. Ah doch, ich kann sogar. Also die App kann scheinbar nicht kleiner werden als so, aber so kann ich relativ klein machen. Ja, also die fließen dann quasi mit und standardmäßig sind sie aber immer mittig angeordnet. Das kann man eben, die Anordnung kann man dann eben mit diesem Align kontrollieren. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, was haben wir? Flow Layout Punkt. Ja, was zur Hölle? Eclipse, warum tust du sowas mit mir? Flow Layout Punkt. Und jetzt kann ich hier eben sagen, okay, machen wir Left. Dann sieht es so aus. Dann haben wir hier keinen fließenden Übergang, beziehungsweise wir haben diesen fließenden Übergang natürlich noch, aber sie sind halt nicht mittig, wie wir es gerade eben hatten, sondern sie sind jetzt links angeordnet. Aber standardmäßig ist mittig und ich glaube, mittig ist eigentlich auch ganz okay. Ja, das kann man dann vor allem auch benutzen, wenn man kombinieren möchte. Gut, dann nehmen wir das nächste Layout, das ist ein bisschen komplizierter, das ist das sogenannte Grid Layout. Dieses Grid Layout, wie man schon am Namen hören kann, das könnt ihr euch vorstellen als so eine Art Kachelfeld eigentlich, ja. Und ja, mit diesem Kachelfeld, ich zeige es euch einfach mal. New Grid Layout. Da haben wir auch wieder mehrere Konstruktoren. Hier haben wir die Anzahl an Rows, also an Reihen und an Spalten. Hier haben wir die Anzahl an Reihen und Spalten und gleichzeitig noch hier die Gaps dazwischen. Die Gaps sind dieselben wie beim Flow Layout auch gerade. Und hier haben wir ein Default Layout mit einer Spalte pro Komponente in einer einzelnen Reihe. Also ich kann es euch gerade mal zeigen, wie das aussieht. Das sollte ich vielleicht tun, ja. So sieht es aus, wenn man das so macht. Also wir haben dann genau eine Spalte pro Komponente und also das ist eine Spalte, das ist eine Reihe, das heißt, wir haben eine einzige Reihe in unserem ganzen Layout und alle Elemente sind in Spalten angeordnet. Und das kann man natürlich ziehen und wir sehen, das wird dann immer auf, ja, auf Maximum ausgedehnt. Also wir können das so ziehen, wie wir wollen, das wird niemals irgendwo eine Gap geben. Das war, glaube ich, der erste Button, ja, genau. So, wenn ich jetzt hier sage, 2 und 2, dann macht das Ganze was anderes. Dann haben wir nämlich sowas hier. Ups. Oh, ich habe sie sogar nochmal offen. Und zwar habe ich dann hier eben 2 Reihen. Und ja, da ich halt mit 2 Spalten nicht klarkam, hat das Grid Layout von sich aus gesagt, okay, wir brauchen noch eine dritte Spalte, hauen wir rein. Das war der erste Button, der beendet das Ganze. Gut. So. Und jetzt sind wir schon relativ weit. Das war das Grid Layout. Also wie gesagt, man kann die Dinge auch kombinieren, ne? Also wenn ich hier sage, okay, ich habe ein Grid Layout, dann erstelle ich mir ein neues J-Panel und füge das diesem Grid Layout hinzu. Dann habe ich quasi ein neues Layout in meinem Grid Layout. Das heißt, ich kann hier oben für da, wo der Button ist, also wenn die App jetzt zum Beispiel so groß wäre, so ungefähr. Dann ist das hier ein Layout, das ist ein Layout, das ist ein Layout, das und das und das. Also jedes einzelne Feld kann ich als eigenes Layout quasi ja, konfigurieren. Und das ist auch das Coole dran, man kann hier wirklich dann zum Beispiel hier das Flow Layout benutzen, hier kann man von mir aus Border Layout benutzen.
das ihr noch gar nicht kennt, und hier nochmal ein Grid-Layout in sich, also dass ich hier quasi nochmal eingeteilt habe. Spielt damit ein bisschen rum, ich würde es euch wirklich empfehlen, das macht sehr viel Sinn. Wo wir es gerade vom Border-Layout haben, das möchte ich euch jetzt noch zeigen, und das ist nämlich das, finde ich, coolste. Das brauchen wir hier gar nicht. Border Layout. So, haben wir auch wieder zwei Werte. Hier No Gaps Between Components und hier haben wir V Gap und H Gap wieder drin. Da kann man dann natürlich sagen, wie viel Platz soll dazwischen sein. Und ja, was wir jetzt bei diesem Ding machen können, ist, wir können einzelne Felder zuweisen. Also wir sagen nicht nur, wir wollen das jetzt nur wir wollen jetzt nur diesen Button adden, das funktioniert natürlich auch, aber dann haben wir nur einen Button und sind verwirrt, wo die anderen hin sind. Vor allem ist es nicht der erste Button, es ist der letzte Button, den wir hier gekriegt haben, sondern wir sagen hier, okay, wir wollen Border Layout, Punkt, und dann sagen wir hier, wo wir es haben wollen. Und da gibt es Center, North, East ist hier, South und West. Und ja, ich zeige euch das gerade mal. Der Button, der es beenden soll, kommt in Center. Der hier kommt in den Norden. Da es ja keinen Unterschied macht eigentlich bei den anderen Buttons. Der hier kommt in den Süden. Ups, das sollte kein Komma sein, das sollte eigentlich ein Punkt sein. Und die anderen beiden lasse ich gerade mal. Ja. Wie wir hier sehen können, also East wäre dann logischerweise links und West wäre andersrum. East wäre rechts und West wäre logischerweise links. Und was wir hier machen ist folgendes. Also, der Button in der Mitte, der wird immer angepasst. Die oberen, also die Buttons außen an der Seite, also hier seitlich und oben und unten, die Buttons außen, die bekommen ihre Preferred Size. Die kann man einstellen. Unter Button 5 zum Beispiel Punkt Set Preferred Size. Dann hier einfach eine New Dimension erstellen und X und Y Koordinaten eingeben. Zum Beispiel 2020 und dann hat der Button die Preferred Size 2020. So. Und diese Buttons, die nicht in der Mitte liegen, kriegen ihre Preferred Size. Und der Center Button wird immer angepasst, wie wir es gerade brauchen. Das heißt, der wird hier mit verzogen. Wie wir hier sehen können. Die hier oben werden natürlich auch mit verzogen, aber nur in der Breite. In der Höhe passiert bei denen gar nichts. Ihr seht es auch, der Button in der Mitte verschwindet als erstes. Der wird als erstes angepasst. Und, ach so, ja klar, natürlich. Ich habe die anderen beiden Buttons hier nicht zugeordnet. Standardmäßig wird es alles dem Center zugeordnet. Das heißt, ich habe den Button 5 hier als letztes hinzugefügt. Das heißt, der oberste Button hier ist der Button 5. Deswegen kann ich hier gerade nicht auf Beenden klicken. Weil der Button 5 ja logischerweise hier keinen Action-Listener hat, der das Ganze hier beendet. Okay. Das ist das Border-Layout und wie ich schon sagte, kann man diese Dinger sehr gut miteinander kombinieren. Das heißt, man kann hier oben zum Beispiel, wenn wir uns Eclipse angucken, hier oben diese Toolbar einsetzen. Dann kann man hier in den Westen kann man dieses Package Explorer-Teil hinpacken. In den Center packen wir das Main-Teil hin und wenn wir hier ziehen, dann verändert sich logischerweise der Main-Teil. Okay, die skalieren alle ein bisschen mit. Aber das macht jetzt nichts. In den Südteil packen wir hier die Konsole mit Problemen, Java-Doc, Deklaration und so weiter. Und hier in den Ostteil packen wir den Outline. Und das sind dann alles tatsächlich nochmal eigene Layouts in sich. Also hier haben wir dann vielleicht nochmal ein eigenes J-Panel oder was auch immer. Ja, also wir sind da sehr flexibel, was das angeht. Und wir können die auch alle sehr gut kombinieren miteinander. Gut. Und zu guter Letzt gibt es noch das Box-Layout, das ich persönlich nicht so cool finde. Es ist relativ komplex. Aber in der Praxis reicht uns eigentlich das, was wir jetzt schon kennen. Und ich möchte euch jetzt eigentlich das Box-Layout nicht mehr vorstellen. Falls ihr dazu tatsächlich noch ein Video wollt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, dann reiche ich das natürlich nach. Und ansonsten würde ich sagen, probiert mit diesen Layouts, die ich euch jetzt gezeigt habe, ein bisschen rum. Die sind nämlich echt sehr cool und man kann damit richtig viel machen. Gut,
Kommentare sind wie gesagt sehr erwünscht und Likes, Daumen hoch und Abos natürlich so oder so. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal und bis dann. Ciao, ciao.